So, willkommen zurück auf dem Kanal hier. Heute mit einem weiteren Spaziergang und einem weiteren sehr, sehr wichtigen Thema, mit dem sich sehr viele gestandene Selbstständige und Unternehmer selbst nach Jahren noch schwer tun. Und das ist diese Zuordnung von diesen ganzen Umsatzzahlen, die so im Internet so herumschwirren. Wenn du selbst Selbstständiger bist oder für Selbstständigkeit interessierst, dann wirst du vielleicht Kanäle auf YouTube hier wie diesen hier schauen, du wirst Podcasts hören, du wirst ein oder andere Buch gelesen haben und du wirst immer wieder mal festgestellt haben, dass Leute mit Summen um sich werfen. Ja? Zum Beispiel 10.000 Euro im Monat, 25.000 Euro im Monat. Unseren Kunden ist sogar schon teilweise ja bei mehreren 100.000 Euro im Monat oder eine 500.000 im Monat mittlerweile angelangt. Wir selbst machen auch über 2 Millionen Euro im Monat. Ja? Wir haben sogar jetzt einen Spitzenmonat hingelegt, wo wir netto 3 Millionen Euro Auftragsvolumen abgeschlossen haben. Und das, was auf der Strecke bleibt oder was viele verwirrt, ist richtig zuzuordnen, was das eigentlich bedeutet. Ja, weil die meisten sind als Selbstständige ja eher, ja, gehören sie zu 90%, die noch keine Millionen Umsatz im Jahr nicht mehr machen. Oder sind sogar Leute, die gerade erst anfangen, sich selbstständig zu machen oder am Beginn halt irgendwie stehen. Ja. Und da ist es extrem schwierig zu verstehen, was die Bedeutung dieser Zahlen wirklich im konkreten Kontext ist. Und das ist ein Thema, mit dem tun sich selbst erfahrene Unternehmer und Selbstständige wirklich schwer, sobald sie mal aus ihrer Bubble rauskommen, ihrer eigenen Branche, und sich was in einer anderen Branche anhören. Was meine ich damit? Konkret, je nachdem, welchem Geschäftsmodell du bist, je nachdem, in welchem Markt du auch teilweise bist und bei welcher Art von Produkt oder Angebot, hat eine Umsatzzahl zum Beispiel eine ganz andere Bedeutung als in einer anderen Situation. Oder auch generell, nicht nur Umsatzzahlen, sondern auch einfach Angaben von Summen generell. Schauen wir uns zum Beispiel mal das Thema E-Commerce an. Ja? Wenn mir im E-Commerce einer sagt, er macht 500.000 Euro Umsatz im Jahr, dann bemitleide ich ihn. Wenn mir ein Dienstleister sagt, er macht 500.000 Umsatz im Jahr, dann klopfe ich ihm eher auf die Schulter. Warum ist das so? Naja, im E-Commerce ist es zum Beispiel so, und da hängt es auch wieder von dem Modell ab, ja? Hat man einen eigenen Shop, hat man sogar ein eigenes Produkt, macht man Amazon FBA, macht man irgendeine Art von Streckengeschäft, zum Beispiel Dropshipping etc., dass die Margen so unterschiedlich sind, dass die Zahlen eine grundlegend andere Bedeutung haben. Und das alles unterscheidet sich nochmal von Dienstleistungen, zum Beispiel wissensintensiven Dienstleistungen, oder Handwerksdienstleistungen etc. Die Margen sind über diese gesamten Branchen so hart unterschiedlich, dass reine Umsatzangaben, gerade Anfänger oder auch Selbstständige, die keine Erfahrung haben aus vielen Branchen, weil sie keine Berater sind zum Beispiel, sich sehr leicht davon blenden lassen, was irgendjemand erzählt. Beispiel im E-Commerce, wie bereits angedeutet, sind 500.000 Euro Jahresumsatz schwierig. Warum? Weil im E-Commerce, je nach Modell, hat man in der Regel irgendwas von 15-30% Marge maximal. Tendenz eher geringer. Klar gibt es mal Ausreißer, die haben eine richtig krasse Produktmarge, aber die haben meistens dann eventuell auch noch nicht groß in Werbung investiert oder haben das Business noch nie versucht zu skalieren. Und deswegen, ja, muss man einfach verstehen, dass man gewisse Zahlen, um sie miteinander vergleichbar zu machen, von den Leveln, wo ein Unternehmer wirklich steht, ja, bei dem was hängen bleibt, beim Gewinn zum Beispiel am Ende des Tages, dann musst du einfach relativieren. Zum Beispiel, was ich mache beim Thema E-Commerce, wenn ich es vergleichen will zu einem Kunden von mir zum Beispiel, ja, wir haben ja keinen E-Commerce-Kunden, wir haben ja nur Dienstleister als Kunden. Also sagt mir einer, er macht 1 Million im Jahr, teile ich das Ganze Minimum durch 3, ja, oder ich teile es Minimum durch 5, sehr häufig sogar, um das zu relativieren im Vergleich zu jemandem, der eine Dienstleistung macht. Weil wenn mir ein Coach sagt, er macht 200.000 im Jahr, dann steht der vielleicht sogar besser da, als der E-Commercer, der 1 Million im Jahr macht, weil so wenig hängen bleibt. Warum? Weil bei einem Dienstleister, einem Coaching-Berater, Trainer, Agenturenmarkt, ist es nun mal so, dass wir eher 50-80% Marge haben und dementsprechend auch viel hängen bleibt. Das heißt, du musst dir mal ganz genau anschauen, was für ein Geschäftsmodell betrachte ich hier gerade, ja, wie sind ja die Zahlen im Hintergrund und wie ist so ganz grob eine Branchenmarge. Das ist nicht nur deshalb wichtig, wenn du dich selber selbstständig machst, sondern auch später, wenn du im B2B zum Beispiel Kunden annimmst für Marketingdienstleistungen, für Beratungen, für was auch immer. Dann musst du einfach verstehen, was bedeutet es, wenn dir ein gewisser Kunde sagt, er macht so und so viel Umsatz. Ja, wie viel bleibt da wahrscheinlich bei ihm hängen?
Nächstes Thema. Nehmen wir mal, wie gesagt, die Dienstleister abgegrenzt zu E-Commerce, haben wir jetzt gemacht. Aber jetzt grenzen wir mal Dienstleister voneinander ab. Wenn mir zum Beispiel eine Werbeagentur, ja, einen Umsatz angibt, dann gibt es Werbeagenturen, die sagen, sie machen 6 Millionen Euro Jahresumsatz. Und das klingt dann teilweise beeindruckend. Aber die Frage ist, was ist das für eine Agentur? Was genau tun die? Und vereinnahmen sie das Mediabudget ihrer Kunden oder nicht? Weil ich bin es gewohnt, dass mir jemand quasi seinen Innenumsatz mitgibt. Ja, das, was bei ihm wirklich hängen bleibt, bevor er seine Kosten hat. Heißt, wenn eine Werbeagentur sagt, sie macht 6 Millionen, aber 4 Millionen davon sind schon das Werbebudget der Kunden, das sie vereinnahmt haben und für den Kunden ausgeben, dann ist der Umsatz eigentlich nicht 6 Millionen, sondern im Innenumsatzverhältnis eher 2 Millionen Euro. So, wenn jetzt da eine 2 Millionen Euro Agentur sitzt, die hat 50 Mitarbeiter, dann sage ich schon mal, wird wieder enger. So viel bleibt ja auch wieder nicht dann bei dir hängen, mein Lieber. Ja? Und darum geht's, dass du dir Gedanken machst, was bedeutet diese Umsatzzahl eigentlich genau? Man muss es relativieren. Nächstes Beispiel, Handwerker. Ja? Bei Handwerksdienstleistungen kann es sein, und da ist es eigentlich fast auch immer üblich, dass Materialkosten integriert sind in den Preis, den du bezahlst. Heißt, ein Handwerker, der zum Beispiel sagt, ich mache 2 Millionen Euro Jahresumsatz, da kann ich nicht einfach davon ausgehen, dass der jetzt irgendwie 50% Marge hat. Das ist sehr häufig sehr utopisch. Ich muss also viel mehr mit so einem Branchenstandard rechnen. Und da sind wir so im deutschen Mittelstand, im Handwerk, ungefähr bei 7% Umsatzrendite, die da jemand macht. Ja, das ist dann quasi, was bleibt hängen vom Gesamtumsatz. 7% sind es dann. Danach klingt das Ganze schon nicht mehr so geil. Deswegen aber zum Beispiel ein Handwerker, der 2 Millionen Euro macht, ja, bei 7% Marge, im Prinzip nicht wesentlich besser dasteht als vielleicht ein einzelner Dienstleister, der Coach ist und vielleicht so 250.000 im Jahr macht. Das musst du halt einfach wirklich dir mal vor Augen führen, dass erstmal Umsatzangaben natürlich relativ irrelevant sind. Und viele, ich nenne sie gerne mal Zivilisten, ja, Leute, die zum Beispiel nicht selbstständig sind oder aus anderen Branchen sind und sich die Zahlen nicht vorstellen können, mit denen wir zum Beispiel romantieren, die sagen auch zu Recht dann, hey, warum gibt ihr Umsätze an? Darauf kommt es doch gar nicht an. Aber die verstehen eine Sache halt wirklich nicht, und zwar, dass es bei Coaching, Beratung, Training oder wissensintensiven Dienstleistungen, ja, zum Beispiel virtuelle Agenturdienstleistungen, wo es kaum Personalaufwand gibt, wo es kaum physische Kosten gibt, die entstehen für irgendwelches Material, wo im Prinzip ja, Personal und Werbung der einzige Kostenblock sind, den es eigentlich gibt. Da ist die Marge, beziehungsweise die Umsatzrendite, ist vielleicht das bessere Wort, die ist so brutal hoch, ja, meistens 50% bis 80%, dass eine Umsatzangabe hier schon eine richtig heftige Sache ist. Jetzt kannst du dir gerne ausrechnen, ja, wenn wir 2 Millionen bis 3 Millionen Euro Umsatz im Monat an Aufträgen reinholen, das Geld kommt auch, macht euch da keine Sorgen drum, was dann da hängen bleibt. Macht euch mal keine Sorgen um mich, ja. Aber das muss man verstanden haben, wenn man sich im selbstständigen Markt rechts und links orientiert. Man muss verstanden haben zum Beispiel, dass wenn ich sage, hey, du kannst als Coach auch 1 Million Euro im Jahr machen, dass das wahrscheinlich geiler ist, als im E-Commerce 10 Millionen Euro im Jahr zu machen. Rein von dem, was hängen bleibt. Ja? Natürlich kann es sein, dass du das Geschäftsmodell im E-Commerce bevorzugst, weil du nicht vor die Kamera gehen musst, weil du eventuell auch selber gar keine krasse Expertise hast, die man vermarkten kann. Aber man muss einfach verstehen, dass diese Zahlen in einem Verhältnis zu betrachten sind. Und das ist so eine Sache, die vermisse ich gerade so ein bisschen am deutschsprachigen selbstständigen Markt, dass die Leute einfach nicht in der Lage sind, das richtig zu kommunizieren. Und insbesondere bei Leuten im E-Commerce-Bereich ist es so, dass die halt mit denselben Zahlen um sich herum werfen wie Leute, die im Dienstleistungsmarkt sind. Nur sind 10.000 Euro Umsatz im Monat im E-Commerce nichts. Da kann man vielleicht gerade so von auf einem studentischen Level überleben, weil vielleicht von 10.000 Euro vielleicht 1.500 Euro übrig bleiben. Ja? 15% Marge halt. Aber 10.000 Euro mit Dienstleistungen, ja, wenn da 5.000 bis 7.000 Euro hängen bleiben im Monat, ja, bevor man dann sich selber bezahlt, das ist was ganz anderes. Und deswegen muss man das Ganze einfach ein bisschen relativieren. Man muss das verstehen und das ist extrem wichtig. Und das betrifft nicht nur jetzt diese Geschäftsmodelle hier, sondern es betrifft auch viele andere Sachen. Ja. Es gibt ja auch Leute im Immobilienbereich, die
irgendwas erzählen, von wegen, sie hätten jetzt hier, keine Ahnung, 5 Millionen Euro Immobilienportfolios aufgebaut. Aber es kann sein, dass diese Leute quasi da teilweise 4,5 Millionen Euro Schulden noch haben. Ja, im Prinzip haben die erstmal 4,5 Millionen Schulden aufgebaut aktuell. Das ist die Realität. Und man darf sich halt nicht von Millionensummen oder von fünfstelligen Summen oder sechsstelligen Summen im Monat beeindrucken lassen, wenn man nicht die Margen und die Zahlen und überhaupt die Umsatzrendite etc. und die Kosten im Hintergrund dahinter jeweils verstanden hat. So, Quintessenz ist, von all diesen Geschäftsmodellen, die ich eben genannt habe, ist zumindest Coaching, Beratung, Training, virtuelle Agenturdienstleistung, alles, was wissensintensiv ist, mit das beste Modell, was Umsatzrendite angeht. Weil du hast kaum Kosten, um zu starten. Du hast im Prinzip außer einem Büro ein paar Laptops, ein bisschen Werbeausgaben, ein bisschen Assistenten und Personal irgendwann. Und die stellst du nur ein, wenn du wirklich so viel Kunden hast, dass du sie benötigst auch. Ja? Hast du eigentlich keine Kosten. Und das meiste von dem, was du verdienst, bleibt am Ende des Tages auch bei dir hängen. Und deswegen, verstehe einfach, dass wenn ich sage, 10.000 Euro im Monat sind möglich als Coach, Berater, Trainer, Experte, Dienstleister, dass das 10.000 Euro sind, die sich auch wirklich lohnen. Während in anderen Bereichen, E-Commerce zum Beispiel, ja, du eher 50.000 Euro im Monat Umsatz machen solltest, um gleichgestellt zu sein mit jemandem, der 10.000 macht als Coach, Berater, Trainer, Experte, Dienstleister. Bei uns im Training, ja, da klären wir über diese Dinge auch wirklich exzessiv auf, ja, einfach aus dem Grund, weil gerade wenn du B2B-Berater bist oder Agentur selber hast, dass wenn du Kunden hast aus diesen Bereichen, dann musst du lernen, einfach diese Umsätze zu relativieren, um zu schauen, okay, wie viel Geld verdienen diese Kunden eigentlich wirklich? Könnte sich meine Dienstleistung leisten? Macht es Sinn, überhaupt die zu beraten oder nicht? Und da muss man einfach dieses Wissen sich drauf schaufeln. Aber das, ja, einfach nur mal an dieser Stelle von mir als kleiner Input für euch hier auf YouTube. Das wissen die wenigsten, das können die wenigsten wirklich einschätzen. Bitte nagelt mich jetzt nicht darauf fest, wenn ich jetzt mal hier und da jetzt um ein paar Prozent geirrt haben sollte, was dieses E-Commerce-Thema angeht. Ja, auch so eine kleine Anekdote, dass irgendeiner 40% Marge an seinem E-Commerce-Produkt hat und so weiter, ist schön und gut, aber es ändert nichts daran, dass grundlegend diese Zahlen gelten, weil ich beziehe mich hier auf Zahlen von Statista zum Beispiel, die ja, wie gesagt, deutschlandweit da führend sind, was diese Zahlen und Auswertung angeht. Und das ist einfach die Realität. Also man muss es relativieren. Je mehr du im Dienstleistungsbereich bist, desto mehr bleibt hängen. Ja, je mehr du bei physischen Produkten bist, desto weniger bleibt hängen von diesen Umsatzangaben. Und das muss man einfach an dieser Stelle wissen. Gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, abonniert gerne den Kanal, folgt uns gerne bei unserem Podcast. Und wenn du als Coach, Berater, Trainer, Experte, Dienstleister durchstarten willst, dann geh einfach auf www.andreasbaulig.de, trag dich ein zu einem kostenlosen Erstgespräch und wir verraten dir ganz genau, wie du auf 5- oder sogar 6-stellige Monatsumsätze kommst mit deinem Geschäft. Und so, dass da auch wirklich sehr, sehr viel davon hängen bleibt. Mach's gut, ciao. Mein Name ist Christoph Hübner. Meine Ausgangssituation war folgende. Ich war angestellt und bin gestartet, um aus diesem Angestelltenverhältnis rauszukommen. Das habe ich auch geschafft. Das Baulig-Coaching ist so gut, weil du wirklich praktikable Anleitungen bekommst, die du einfach nur umsetzen musst, um an dein Ziel zu gelangen, und dann wirst du es auch erreichen. Das Ganze ist halt komprimiert, also du hast auch wirklich Chancen, deine konkreten Fragen zu stellen und kriegst direkt Antworten. Ja, das ist so der gröbste Unterschied. Mein bester Monatsumsatz war 90.000 Euro.